So, aus von Hofen 80. Hier haben wir noch die Zusatzsignalisation mit dem Schmalspur, mit dem S, da wir momentan auf dem Dreischienengleis sind, wo die S-RB auch fährt. Geradeaus weiter kann nur die rätische Bahn mit dem Schmalspursystem, daher das S auf dem Signal.
Satelliten am Ofen. So, nun trennen sich die Strecken. Rechts die Strecke Richtung Oberland, Diesentis, Zermatt. Links unsere Strecke mit Ziel St. Moritz.
So, nun warten wir auf den Gegenzug, auf einen Schnellzug von St. Moritz nach Chur. Müsste jeden Moment kommen. Und schon ist er da. Nun warten wir auf den Regionalzug von Thusis nach Chur. Vierteiliger Stammnetzpendel. Müsste eigentlich auch jeden Moment kommen.
rückwärts. Da haben wir einen Güterzug, Gegenzug. Güterzug von Samaden. Da habe ich an Auffahrt erlebt, da war ich mit dem Zug schneller von St. Moritz bis Chur, weil es auf der Autobahn nebenan, auf der anderen Seite des Rheins, einen Unfall gegeben hat. Da hatte man auf der Straße ca. 4-4,5 Stunden, mit dem Zug schafft man es in 2 Stunden. Nun haben wir da so ein großes, breites Tal, das Domleschg. So eine enge Kurve, weil nach der Kurve kommt die Station Rodels, Rodels Realta. Dann haben wir die Strecke Geschwindigkeit wieder 80. Naja.
und jetzt nutzen wir das Gefälle bzw. die Steigung. Vorne haben wir eine Einschränkung, Geschwindigkeitseinschränkung von 55 und jetzt nutzen wir die Steigung zum Verlangsamen. Das Hauptsignal mit den Linsen übereinander, dann das quadratische, das Vorsignal, zeigt mir den Fahrbegriff vom ersten Signal und darunter das kleine Signal mit den zwei Signalbirnen ist die Abfahrerlaubnis. Lok für 9-8, Robert. Leuchtet die Abfahrerlaubnis, dann ist gut im Fahren. Gut, danke.
Dann haben wir hier die rückliegende Abfahrerlaubnis am Signalmast hinter uns, auf der linken Seite. Ja, und diese Leuchte ist wunderbar. Den Rhein zum letzten Mal. Unsere Strecke führt dem Albula nach, dem Fluss Albula, das Tal Albula hinauf, bis nach Breda, wo es dann durch das Tunnel geht. Ja, nun verlassen wir das Domleschg und sind bereits seit Dusis unterwegs auf der UNESCO-Welterbe-Strecke. Beep.
So. Solis ist nur noch eine Dienststation. Und ja, somit Auswahlstation. Und für den Bahndienst hat es noch einige Abstellgleise. Auch hier warten wir auf einen Gegenzug, den nächsten Schnellzug von St. Moritz her. Hier haben wir die Spezialität am Signal links. Hat ja unten noch ein quadratisches Signal mit nur einer Linse. Diese Lampe leuchtet, wenn ich hinten mit dem letzten Wagen über die Weiche bzw. über die Isolation bin, damit das Profil vom anderen Gleis rechts frei ist, dass der Gegenzug durchfahren kann. Dann leuchtet diese Lampe kurz auf. Ich weiß, dass ich anhalten kann. Ja, der Gegenzug kommt. Die Fahrstraße wurde gestellt. Die Weiche hat sich, sag mal, gekehrt. RHB-Spezialität, Personenzüge mit Güterbeförderung, sieht man auch nicht mehr überall. Und für uns geht die Fahrt weiter. Gleich vor uns kommt die höchste Brücke der Rätischen Bahn, der Solis-Viadukt. Thank you.
Wasserstoffe. Dann hat es da auf der linken Seite auf der Mittelperre eine Tafel mit 32, eine Tafel mit 44. Und das bedeutet so viel wie mit 32 Achsen beim Defli 32 halten, mit 44 Achsen Anhängelast bei der Tafel 44 halten, beziehungsweise eine Maschinenlänge darüber hinaus, weil da bei den 44 nur die Anhängelast mitgezählt wird.